Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Rebuild Challenge. Und noch sieht meine Simin hier total glücklich aus. Die denkt sich auch, ja, es geht voran. Wir haben das Grundstück jetzt hier schon mal schön leer geräumt. Und es sieht eigentlich jetzt auch schon wieder relativ, ja, bewohnbar aus. Naja, es fehlen zwar Türen und sowas, aber bewohnbar im eigentlichen Sinne, denn es ist wirklich schon mal ein großer Fortschritt, den wir hier gemacht haben zum Anfang. Denn wenn man sich überlegt, wie das hier mal aussah, das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied zu dem Kraut- und Rübengehabe, was wir vorher hier hatten. Was auf jeden Fall meine nächste Aufgabe hier ist, bevor wir überhaupt richtig anfangen können zu bauen, ist, dass wir die erste Etage erstmal wieder auf Vordermann bringen. Denn ihr seht, hier sind ganz schön viele. Ich mache jetzt mal kurz das Gitter aus. Ich brauche es nachher. Ich weiß, dass ihr viele von euch, die zuschauen, mich immer darum bitten, das Gitter auszumachen. Aber gerade hier, da Daniel uns in den Regeln verboten hat, wieder, ja, den sozusagen, wenn wir Wände gebaut haben, die leider drüber gezogen sind, zu entfernen, muss ich hier ein bisschen Acht geben und schauen, dass hier alles am rechten Platz sitzt. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich erstmal auch einen Boden haben, um irgendwo nachher drauf laufen zu können. Und ich habe mir überlegt, dass ich diesen Bereich, ich mache nochmal hier kurz aus, oberhalb des Kamins offen lassen möchte. Denn ich finde das eigentlich ganz schön, denn dann hat man hier so einen schönen hohen Kaminwand, ne, die dann offen im Haus bleibt. Und wir müssen ja auch immer noch so denken, dass wir jetzt nicht, ja, allzu viel Platz benötigen, denn wir haben auch wirklich nur ein knappes Budget für dieses Haus. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn wir auch nicht so viel Budget dafür übrig haben. Ganz wichtig ist, wir dürfen zum Setzen nur die Platten nehmen, die wir hier im Spiel haben. Ne, das sind diese hier. Und das ist dann dementsprechend auch ein bisschen schwieriger, denn wenn ich die irgendwo setze, wo sie nicht hingehören, ist es natürlich auch verboten. Hier oberhalb in diesem Bereich, das begradige ich, glaube ich, denn wir haben ja hier nach vorne eine Spitze. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Ja, jetzt muss ich mal kurz hier überlegen. Ich glaube, denn wir müssen ja schon noch irgendwie ein Schlafzimmer hier oben reinbekommen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass hier unten eine kleine Küche reinkommt, ein Wohnzimmer, Eingangsbereich, Esszimmerbereich. Denn ich will so wenig Wände wie möglich bauen, weil die kosten auch wieder Geld. Und hier oben soll dann Schlafzimmer, vielleicht mit einem Art, ja, Arbeitsbereich, ein kleines Badezimmer und vielleicht eine Terrasse. Denn wir sind immer noch in einem Gefahrengebiet. Boah, ich glaube, ich habe echt über die Feiertage vergessen, wie man spricht. Ja, wir sind auf jeden Fall immer noch in einer Zone, die nicht jetzt so sicher ist. Und dann wäre es gut, wenn man da wirklich immer so einen kleinen Ausblickspunkt hätte. Und den möchte ich auf jeden Fall beibehalten. So, ich schaue jetzt erstmal hier. Das mache ich auf jeden Fall schon mal zu. Hier kommt ein kleines Badezimmer hin. Und das wird auf jeden Fall das Schlafzimmer. Das schließe ich jetzt hier auch mal so. Und hier, ja, damit warte ich vielleicht noch, ich muss noch gucken. Die Halbwand mache ich, glaube ich, tiefer später. Es wird nur so eine kleine Trennwand. Das lasse ich, glaube ich, auch so. Aber das bauen wir erstmal noch ein Stückchen aus. Da kommt auf jeden Fall erstmal noch eine Decke drauf. Ja, ohne Ziehen der Wände ist das nämlich alles gar nicht so einfach, ne? Könnten wir hier die Wände einfach ziehen, wäre das Leben doch ein bisschen einfacher. Aber Daniel hat sich gedacht, nö Leute, so leicht mache ich es euch nicht und deswegen müsst ihr gucken, wie ihr hier vorankommt. Ja, mache ich das mit einer Ecke oder? Nee, ich mache das, glaube ich, auch relativ kantig, denn ich habe mir überlegt, ich weiß, dass jetzt die Wand gerade weggegangen, aber keine Panik, das ist, weil ich die gezogen habe. Ich habe mir dafür überlegt, dass wir das Gebäude in dem Sinne so aufbauen, dass es nur mit neuen Materialien verbaut wird. Also quasi vielleicht Rohstoffe, die in dieser neuen dystopischen Welt noch zur Verfügung stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Sachen wie Holz und Steine vielleicht gar nicht mehr so viel zur Verfügung stehen. Und deswegen möchte ich, dass wir diese Dinge auch nicht allzu viel benutzen. Und ich möchte mehr so in die Richtung Stahl und Metalle gehen.
Und damit das alles ein bisschen futuristischer aussieht, moderner. Und ich hoffe, dass ich das dann auch so hinkriege. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir das irgendwie... So. Weil die Ecke möchte ich hier lassen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und hier machen wir wie so einen kleinen Balkon vielleicht. Ja. Schaut mal, das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt mache ich das Gitter nochmal aus, damit ich hier genau sehen kann, was ich mache. Das ist noch eine Halbwand. Was machen wir denn darauf? Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall zu. Das wird eine normale... Oh, 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 oh. Jetzt wäre es schon fast passiert, Leute. So. 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 Und ja. Zumachen wir den Kasten. Ja, das ist doch schon mal was. Wir müssen nur gucken, was ich später damit mache. Das wird vielleicht so eine halbhohe Wand, die ich vielleicht nur so als kleine Trennung nehme. Aber da möchte ich mich noch nicht festlegen, das lassen wir noch. Ja, das haben wir jetzt schon mal korrigiert. Hier haben wir aber nochmal Halbwände, da müssen wir uns die Höhe angucken. Und damit ich mich da nicht vertue, mache ich das gerne. Wir haben ja immer diesen Ersetzungsmodus, damit man sehen kann, welche Höhe richtig ist. So, und das ist die richtige Höhe. Und damit es schöner aussieht, machen wir das hier. So und so. Ja, das ist doch schon mal eine klasse Sache. Das finde ich super. Dann kann man runter ins Haus gucken. Der Kamin hat so einen hohen Kaminschacht, ne? Also das finde ich schon schöner so. Sag mal, ist da noch ein Loch? Ah ne, das ist die Treppe. Gut. Okay. Ja, Leute, das ist doch schon mal ein Fortschritt, oder? Eine Decke wäre vielleicht ganz cool. Aber dafür müssten wir erstmal... Ah, hier habe ich doch noch... Die Ecke habe ich ganz vergessen. Habe ich doch euch schon in der ersten Folge erzählt. Ich möchte das so halb offen lassen für so eine Art Begrünung. Müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. In meinem Kopf macht das alles Sinn. Das ist das Problem. Ob es dann auch wirklich nachher umsetzbar ist, ist eine andere Geschichte. So... Und jetzt das Dach. Erstmal ziehe ich das Dach nur da, wo wir auch ziehen, wollte ich gerade sagen. Darf ich ja gar nicht. Platziere das Dach an den Stellen, die wir kennen. So. Vorsichtig. Also das ist wirklich, also da habe ich nie drüber nachgedacht, dass man Leute damit ärgern kann. Ich dachte echt so, ja... So schlimm ist das nicht, aber man merkt dann doch, wie sehr man gewisse Tools im Spiel immer wieder benutzt und dass es echt eine Herausforderung ist, wenn die von jetzt auf gleich auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, das ist mir schon mal das Stück Dach, das überdache ich auch. Dann haben wir das unten geschlossen und dieses Stück. Ja, ah, guck mal, da die Ecke habe ich vorne noch nicht. Dann müssen wir die noch zumachen. Irgendwie fände ich das ja cool, wenn das hier auch noch so weitergeht. Machen wir das doch auch noch hier. Ja. Das haben wir dann so ein bisschen... Muss ja irgendwie was Futuristisches haben. Ne? So ein bisschen... Seht ihr? Und jetzt haben wir hier so einen halboffenen Bereich. Ich glaube, das könnte der Eingangsbereich werden. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, wenn wir hier so ein Überlängen... Also so ein erweitertes Dach ziehen. Das mache ich jetzt aber... mit Zäunen. Jetzt muss ich nur genau schauen, dass das auch nachher drauf passt. Ja, das müsste vom Stil her auch gehen. Dass wir das hier so rüberziehen. Und hier vielleicht mal sogar erweitern, oder? Das könnte eine coole Nummer werden, denn ich liebe das in so in Häusern, wo wir nicht so viel zur Verfügung haben, dass wir da mit Schattenwurf spielen können. Und das ist wirklich eine Sache, die ja im Spiel sehr gut funktioniert. Ich muss ja sagen, seit Sims 4, die ganzen Schatten sehen so klasse aus, wenn das Licht irgendwie in die Häuser reinfällt oder halt jetzt eben von einem Dach wie hier. Und da sieht das dann echt klasse aus, wenn wir das hier so mit in diesen Effekt reinbringen, wenn wir schon nicht so viel haben. Denn ihr seht, unser Geld schwindet. Wir sind mittlerweile... bei 14.000 Simoleons und so viel ist das ja dann nicht mehr. Und dann ist es schon, wenn man sich über Kleinigkeiten freuen kann, die man jetzt hier gerade im Effekt noch nicht sofort sehr erkennen kann, aber es wird schon nachher. Vielleicht, wenn ich das Licht mal kurz umstelle. Ja, jetzt natürlich nicht, war ja klar, Vorführeffekt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ja,
Und direkt ist es auch mal heller, wenn ich die Lichteinstellung richtig einstelle. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Denn ich habe mir überlegt, dass hier draußen dieser Terrassenbereich hinkommt. Ja. Gut. Versuchen wir mal unser Glück. Was brauche ich dafür am besten? Jetzt setze ich vielleicht noch eine Kante. Aber dann müssen wir auch was ganz Schlichtes nehmen. Sowas hier. Ja. Das gefällt mir. Setzen wir die hier überall? Dann müssen wir erstmal nachher gucken, ob das Geld reicht. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das ist zwar schön gedacht, aber wenn das Geld nicht reicht, dann kannst du das auch knicken. Ja, das machen wir so. Und jetzt müssen wir mal gucken mit den Wandbelägen. Und da möchte ich vielleicht dann doch auch mit dem Pack arbeiten, was hier so ein bisschen im Vordergrund stand. Werde berühmt. Und da gibt es jetzt hier diese neue Schallschutzverkleidung, die für mich doch diesen Touch hat, dass das alles so ein bisschen nach Zukunft aussieht. Die setze ich jetzt erstmal hier außen. Aber auch hier arbeiten wir gleich wieder mit Highlights. Also das auf jeden Fall, keine Panik. Hier hat sich wieder schon wieder eine Wand gesetzt, die ich nicht haben wollte. Das ist ja hier mit dem... was hat sich da jetzt? Hello? Nicht zum Löschen, ja, von wegen. Da muss ich gleich nochmal rangehen. Ich wollte das alles so ein bisschen schwarz-weiß und mit Farbeffekt Türkis setzen. Ist da so? bleib bei mir. Es macht nachher noch alles Sinn. Glaub mir. Ich setze jetzt erstmal alles so ein bisschen hier. Wir müssen ja auch aufs Geld achten. Das ist das Schwierigste. Den setze ich jetzt auch erstmal. Ja, gehen wir erstmal einen runter. Außen muss es ja auch erstmal schön aussehen, ne? Das ist ja auch wichtig, weil was bringt uns das, wenn das von außen auch überhaupt nicht aussieht? Machen wir hier so kleine Aussichtspunkte. Genau. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Und dann vielleicht später hier. Muss ich mal gucken. Das wird irgendwie der Eingangsbereich. Da ziehe ich jetzt erstmal nur eins. Bin ich mir noch nicht sicher. Oben mit dem Dach. Ja. Ich glaube, das könnte sehr cool aussehen, was ich jetzt hier vorhabe. Und es wird gleich leider was Böses machen. Wenn ich das hier schließe, wird es mir wahrscheinlich wieder den Zaun oben verreißen. Habe ich das Ganze schon umsonst gemacht. Aber dann bringen wir hier... es hat es nicht zerrissen. Es ist ein Wunder geschehen. Denn normalerweise, wenn man einen Raum schließt, passiert immer das Böse, dass es einem die Wände hier kaputt macht. So. Nee, das sieht noch hiermit viel geiler aus, oder? Ja, oder? Oder? Nein. Das ist auch noch nicht gefixt hier von Werde berühmt. Da sieht man gar nicht die geilen neuen Glasplatten, die es da gibt. Eieiei. Das gefällt mir. Komm, setzt euch alle da schön hin. Brav. So. Ja, das bringt einen coolen Effekt oben aufs Dach. Das bringt was Modernes mit rein. Was Besonderes. Das gefällt mir. Und das setzen wir, glaube ich... Ja, ich habe die Idee, Leute. Jetzt ist der Groschen gefallen. Spät, aber besser als nie. So. Genau. Es wird einem wieder bei so einem Projekt bewusst, wie viel Geld man eigentlich mal eben rausschmeißt, um diese Grundstücke zu bauen. Denn ich muss sagen, wenn ich ja meine großen Projekte baue, ich achte ja überhaupt nicht aufs Budget. Man bastelt erstmal und am Ende werfen wir dann die Projekte euch entgegen und ihr müsst dann eh schieben, um die zu platzieren, außer eure Sims sind steinreich. Aber ja, es soll ja immer schön aussehen und das ist dann immer so ein innerlichen Konflikt, den man hat. Aber... Es wird. Ich glaube, hier nämlich die Ecke mache ich dann auch relativ dunkel. Schaut mal, hier ist der Vorsprung. Das könnte nämlich auch genau hier, aber mit dem machen wir dann nicht mehr. Die Seite. Und auf der Rückseite kommen später auch noch... Ja...
da kommen nämlich gleich Fenster zwischen und dann sieht das richtig cool aus. Die Seite lasse ich die so. Hier können wir noch die Höhe verändern. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Das darf ich noch. Von der Halbwand. Ist die Frage, ob ich das auch... Ja, mache ich das tiefer? Ich glaube schon. Das sieht man nämlich dann nachher besser. Ich möchte dann nachher einfach kommen, ich mache das schon mal, damit ihr endlich... Ihr denkt euch wahrscheinlich die ganze Zeit, wovon redet sie? Was möchte sie da reinsetzen? Ich möchte hier so... Die sehen ja jetzt natürlich nicht so schön aus, weil wir haben hier gerade Frühling. Aber ich möchte da so Grünzeug reinsetzen. Aber wenn das wieder alles blüht, sieht das dann richtig schön aus. Und deswegen setze ich das jetzt einfach mal tiefer. Ich darf es ja noch einmal verändern. So, und das ist hiermit auch passiert. Ein schwarzer Rand und da kommen dann nämlich Fenster rein. Damit das endlich Sinn macht, hole ich jetzt endlich die Fenster. Ich weiß, es ist immer ganz schwer. Am Anfang sieht ein Gebäude nach nichts aus, wenn man keine Fenster da drin hat. Und deswegen hole ich die jetzt auch. Also, Eingangsbereich wird auf jeden Fall erstmal die Tür. Da möchte ich eine meiner Lieblingstüren nehmen von Großstadtleben. Auch wenn sie oft nicht einfach zu platzieren ist, da sie wirklich viel Platz wegnimmt. Aber ich finde, für diesen Stil ist sie jetzt perfekt. Und jetzt seht ihr ja schon, welchen Stil ich hier angehen möchte. Denn ich möchte wirklich mit diesem Türkis-Highlight setzen. Und diese Fenster verstecken sich ja bei uns unter den regulären. Hier muss ich mal von der Fensterhöhe gucken. Ja, das ist richtig. Hier auf jeden Fall, diesen Vorsprung. Dort. Hier möchte ich, glaube ich, andere. Damit es mit sich zu langweilig ist. Genau. Und unten muss ich eine Fensterhöhe größer gehen. Diese hier. Und so kommen wir, glaube ich, auch mit dem Budget aus, oder? Also ich glaube, das sieht dann nicht so schlecht aus. Wir könnten es überleben. Hier unten noch. Und dort. Jetzt, wo habe ich denn? Hier sind da noch kleinere Fenster, die auf jeden Fall... Wie groß sind die? Hier sind die ganz klein. Ich brauche eine Nummer größer. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da. Die möchte ich hier integrieren. Setze ich die jetzt mittig? Ja. Da. Und hier kommt so eine Art Küchenbereich da unten hin. Da muss man auch ein bisschen was sehen können. Ja, und schon hat man so ein bisschen so einen Stil, ne? Der so, also ein roter Faden, wie ich es immer so schön nenne, damit das auch alles Sinn macht. Und ich mache total gerne so Akzente, setze ich dann noch mit Säulen. Und mal gucken, ob das unser Budget aushält, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Denn das macht einiges aus, wenn wir hier mit diesen Farben noch arbeiten. Da. Und zur Not können wir am Ende immer noch mal schauen und vielleicht ein paar wieder entfernen, wenn es möglich ist, damit es auch dann vom Budget her hinhaut. Gehen wir mal eine Etage drüber. So, denn ich finde, das sieht schon dann genial aus. Und das hat auch irgendwie was, ja, Modernes, beziehungsweise man merkt, da wurde mit Materialien gearbeitet, die jetzt normalerweise vielleicht nicht genommen werden. Und jeder kann sich ja seine Welt bei der Rebuild Challenge so bauen, wie sie ihm gefällt. Also jetzt, das war jetzt nicht mit Absicht, dass ich ein gewisses Zitat hier wieder aufgenommen habe. Aber das sieht ja dann wirklich einfach ein bisschen schicker aus, wenn man hier gewisse Ecken betont. Nehmen wir das mal so. Oh, hier haben wir noch die Fenster vergessen. Da möchte ich eins. Und da. Wow, das sieht doch schon viel besser aus. Genau, schaut mal, hier haben wir die Tapete vergessen. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch was mit Leisten machen. Das gefällt mir sonst gar nicht. Also, wenn die Leisten hier nicht da sind, sieht das alles immer so halbfertig aus. So, nochmal die dunkle Leiste nehmen. Ist das die, die ich möchte? Ja, ich glaube schon, ne? Das ist dieselbe. Ja, und da. Die kostet natürlich. Da muss man sich das zweimal überlegen.
Aber es soll ja nach was aussehen. So. Versuchen wir es mal. Mal gucken, ob wir so über die Runden kommen oder ob es dann doch zu teuer wird nachher. Müssen wir mal abwarten. Sonst muss ich wieder ein paar Leisten entfernen, aber ich versuche mal mein Glück. Das lasse ich auch mal frei schweben da oben, das gefällt mir. Und damit das Thema abgerundet wird, müssen wir natürlich jetzt auch irgendwie einen Bodenbelag noch finden. Und der ist der günstigste. Also wird der das. Wir möchten hier so ein bisschen Schwarz-Weiß-Effekt. Den setze ich jetzt auch an verschiedenen Stellen hier. So. Ach Mensch, jetzt geh doch mal dahin. Ich finde dafür, dass das so ein billiger Bodenbelag ist, der sogar aus dem Basisspiel ist, geht der immer. Also der schimmert nur manchmal ein bisschen komisch bei gewissen Lichteinstellungen, aber das läuft hier. Nehme ich jetzt den. Ah, nehme ich den. Möchte ich den. Was haben wir denn noch hier? Müssen wir mal gucken, was noch günstiger wäre. Aber der weiße, ich möchte auf jeden Fall Weiß-Schwarz-Effekt haben. Eieiei, oder doch vielleicht? Also das gefällt mir ja nicht ganz so mit dieser... Das ist auch nicht das Wahre, ne? Wir nehmen erstmal den. Muss ich vielleicht nochmal gucken, ob ich das nochmal abändere. Aber es bringt so ein bisschen Struktur rein. Und so sieht das dann alles schon mal ein bisschen runder aus. Wisst ihr, was ich meine? Ah, das dauert alles so lange. Mensch, ich dachte echt, ich bin schon hiermit jetzt viel weiter. Mensch, nee, nee. So, gucken wir hier nochmal. Ich mache das auf jeden Fall hier noch ein Stückchen weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir hier den Eingangsbereich nochmal so machen. Da fällt mir gerade was Geniales ein. Da müssen wir nämlich direkt schon mal in den Kaufmodus gehen. Ja, wo sind die jetzt? Nicht abstürzen, Spiel. Bitte, nicht abstürzen. Danke. Wir müssen einmal unter Deko, unter Statuen. Und da haben wir hier aus Großstadtleben diese Dreiecks-Dekosäulen. Und wenn ich die... Boah, haut das hin? Ich werde verrückt, das haut hin. Und die sozusagen hier so als Abschluss setzen. Das sieht doch mal noch was aus. Es ist halt was Besonderes. Also es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sich denkt, ja, nee, ich möchte halt ein bisschen hier Sachen erstellen, die es so noch nicht gab. Wisst ihr, was ich meine? Es soll alles noch was aussehen, was zusammengesucht wurde und vielleicht so noch gar nicht in der Welt existiert, weil es halt ja hier eine ganz neue Geschichte ist. Ne? Es ist, die machen sich hier ihre Welt auf einer neuen Art und Weise, so wie sie bisher noch nicht existierte. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass wir hier dann einfach auch mal ein bisschen, ja, unsere Kreativität freien Lauf lassen. So, schon mal hier. Dann können wir den alten direkt mal entsorgen. Der ist ja nicht schön. Verkaufen. Super, bringt ja auch gar nichts. Vergesse ich auch immer. Und ein bisschen Grünzeug können wir auch schon mal hinstellen. Wobei ich da jetzt auch gleich wieder Trick 17 machen werde, denn gerade Bäume und alles sind relativ teuer im Spiel. Und ich denke, dass ich da auf die Agaven aus dem Debug-Menü zugreifen werde. Und zwar, wir haben ja hier diese, aber die kostet, lass mich mal schauen, 110 Simoleons. Wenn wir aber jetzt mal hier schön den Sheet bb.showHiddenObjects aktivieren, das ist nämlich fürs Debug-Menü, finden wir dort auch nochmal eine Agave und die ist für lau. Die kostet nichts. Mal gucken, finde ich es jetzt, die ist nämlich direkt, ja, hier direkt am Anfang. Die ist nachher auch schön grün, wenn die in der richtigen Jahreszeit quasi platziert wird. Ich muss mal gucken, vielleicht möchte ich die so groß haben. Ich möchte die auf jeden Fall hier schon mal einmal hinhaben. Da. Also die werde ich auf jeden Fall ein bisschen häufiger setzen. Nehme ich vielleicht einen größeren... Nee, ich glaube, ich bleibe... Nee, ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, den Größen hier. Ich möchte eine größere hier hinter vielleicht haben. So, machen wir das Sheetfenster mal wieder zu, damit es mich nicht nervt. Ja.
Und dann hat man wirklich hier so einen coolen Effekt, der nichts gekostet hat. Das ist ja auch schon mal was, ne? Das ist ja auch was Besonderes, der normalerweise kostet es. Ich nehme aber nochmal eine Sache, möchte ich hier noch hinhaben, denn das passt hier so toll zu dem Teich. Das ist auf jeden Fall, ach, da war ich doch schon gerade richtig. Da. Jungkaktus. Kaktus. So. Und dann haben wir hier den Außenbereich schon mal relativ cool platziert. Hinten kommen die Bananenbäumchen hin. Vielleicht machen wir das noch ein bisschen größer. Aber, hör mal, es sieht langsam nach was aus, oder Leute? Was sagt ihr? Und in der nächsten Folge ziehen wir ein. Wir bauen innen weiter. Ich bin total gespannt, was ihr von der neuen Folge haltet. Es ist für mich auch eine ganz neue Sache. Oh, schaut mal da. Mein innerer Monk muss beruhigt werden. So. Was ihr davon haltet und wie ihr damit umgegangen werdet, findet ihr das Konzept bisher super? Und was glaubt ihr, wie ich das innen so einrichten werde? Wir schauen uns das auf jeden Fall weiterhin an. Ich bin auch schon total gespannt, wenn wir das Showcase-Video mit Daniel machen, was ihr euch alles so habt einfallen lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass meine Simin bis dahin nicht den Verstand verloren hat. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir gerne Kommentare und ein Like für dieses Video da. Und alle wichtigen Sachen zum Video und Links findet ihr in der Videobeschreibung zur Rebuild Challenge und zu mir in unserem Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss.